Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, bis Ende 2021, also bis Ende nächsten Jahres, darf noch Strom aus der Kernenergie erzeugt werden. Dann ist Schluss. Die Kernkraftwerke werden also zurückgebaut. Und das an sich ist natürlich schon eine große Herausforderung, der Rückbau hin zur grünen Wiese. Aber eine weitere große Herausforderung ist eben die Suche nach einem Standort für den hochradioaktiven Abfall. Und dieses Problem ist noch nicht gelöst. Und wir haben im Jahr 2022, werden wir rund 1900 Gastoren mit hochradioaktiven Abfällen in den Zwischenlagern an den Kraftwerkstandorten stehen haben. Und da wiederhole ich gerne den Satz, den Bernd Voss eben gesagt hat, das kommt nicht oft vor, aber jetzt ausdrücklich, die Zwischenlager dürfen nicht schleichend zu Endlagern werden. Deswegen ist ein Standortauswahlgesetz mit breiter Mehrheit beschlossen worden. Die Suche nach und die Schaffung eines Endlagerstandortes sind eben große Herausforderungen. Die Suche nach einem geeigneten Standort müssen gemeinsam über alle Parteigrenzen hinweg mit wissenschaftlicher Expertise und in größtmöglicher Transparenz gestaltet werden. Und ich begrüße da den wirklich großen überparteilichen Konsens, den wir hier in diesem Hohen Hause haben. Mit unserem Antrag, den wir gleich gemeinsam beschließen werden, ist das ein sehr, sehr gutes Signal, was wir eben setzen, dass wir ausdrücklich auch dieses Verfahren, das festgeschrieben worden ist, unterstützen und dass wir eben zu dieser Sache stehen, anders als andere Bundesländer, wenn ich mal weiter in den Süden schaue. Vielen Dank, Herr Kollege. Transparenz ist der große Schlüssel bei der Endlagersuche. Jeder muss nachvollziehen können, was passiert und wie welche Entscheidung zustande gekommen ist. Und die Bundesgesellschaft für Endlagerung, BGE, zeigt sich sehr offen und engagiert, größtmögliche Transparenz in Sachen Endlagersuche herzustellen. Und ich möchte eben auch die Gelegenheit nutzen, noch einmal BGE-Geschäftsführer Stefan Stuth dafür zu danken, dass er eben letzte Woche hier in diesem Saal im Umweltausschuss so umfassend und informativ über die Endlagersuche berichtet hat. Eine tiefengeologische Einlagerung zu schaffen, ist der Auftrag der BGE. Wichtig ist aber auch, dass im Standortauswahlgesetz die Vorgabe der Rückholbarkeit festgeschrieben ist. Die Möglichkeit einer Bergung für 500 Jahre nach dem geplanten Verschluss des Endlagers ist vorzusehen, heißt es dort im Gesetz. Das ist unter anderem eben auch deswegen sinnvoll, weil es in Zukunft durchaus andere technische Lösungen im Umgang mit radioaktiven Abfällen geben könnte. Viele EU-Staaten setzen zum Beispiel auf das Thema Transmutation, sprich die Zersetzung der Abfälle in deutlich kürzere und oder gar nicht mehr strahlende Elemente. Dieses Verfahren ist noch in den Anfängen und wird noch erforscht. Aber wenn es tatsächlich gelingen sollte, andere Verfahren als die tiefengeologische Lagerung zu ermöglichen, dann wird man wegen der festgeschriebenen Rückholbarkeit auch damit umgehen können. Meine Damen und Herren, die Suche nach einem Endlager ist nötig. Es ist eine große Aufgabe, für die wir alle Verantwortung übernehmen müssen. Und bis man einen endgültigen Standort für ein Endlager irgendwo in Deutschland gefunden hat, wird es mit Sicherheit noch sehr viele Fragen geben. Deswegen ist es richtig, das von Anfang an alle Phasen der Endlagersuche öffentlich dargestellt und erklärt werden. Und das führt mich abschließend zu einem Webtipp auf bge.de, der Seite der Bundesgesellschaft für Endlagerung. Dort findet man eben wirklich sehr, sehr informativ und sehr ausführlich alles, was man wissen muss vom Verfahren. Und man kann eben auch online dort Kommentare und Stellungnahmen abgeben, die auch sofort beantwortet werden. Das ist auch ein ganz großer und guter Beitrag für größtmögliche Transparenz. Meine Damen und Herren, die Endlagersuche, die zwingt uns zur gemeinsamen Verantwortung. Wir stehen dazu und stimmen selbstverständlich diesem vorliegenden Antrag gleich zu. Dankeschön.